Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist immer noch Chris und heute schrauben wir an der Wohnkabine ein bisschen weiter. Ihr seht schon, da hat sich ein bisschen was verändert. Wenn ihr wissen wollt, was da drunter ist, müsst ihr weiter gucken. So, wie man jetzt hier so ein bisschen sieht, da hinten in dem überbelichteten Bereich. Warte mal, kann ich es scharf stellen? Nee, geht gerade nicht. Kriege ich nicht hin. Auf jeden Fall, ihr seht, ich habe da hinten angefangen, das Bett auszubauen, so ein bisschen. Zumindest den Anfang habe ich gemacht. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Mache ich es zweigeteilt, links und rechts, einzeln zum Rausziehen? Oder mache ich eine große Fläche, die man komplett rauszieht? Da bin ich noch so ein bisschen unsicher. Das liegt da oben nur locker auf. Da ist auch nichts festgeschraubt und geklebt. Ihr seht es vielleicht im nächsten Video. Mal gucken. Ich muss mir noch ein bisschen überlegen, wie man das am besten macht, weil ich baue es ja auch das erste Mal, muss ich zugeben. Also zumindest in dem Kaliber. Ja Leute, letzte Zeit kamen ja nicht ganz so regelmäßig Videos. Ich hatte zwischendurch mal eine Woche Pause und so, oder auch mal 2 Wochen. Naja, auf jeden Fall, ich hatte vorgehabt, eine Videoserie zu starten zum Thema Elektrik im Camper. Egal, ob jetzt hier so eine Wohnkabine oder ein Kastenwagen oder ein Bus oder was immer. Aber ich war gerade voll drin in der Recherche, war kurz davor loszulegen. Ich wollte an dem Tag, an einem gewissen Tag loslegen, Videos zu machen zu dem Thema. Klicke ich gerade nochmal so durch YouTube durch, wollte mir was angucken. Und sehe, der Explorer Magazin hat ein neues Video draußen. Eigentlich schön. Und ich habe mich eigentlich auch zum Teil gefreut, zum anderen sehr geärgert. Denn der Explorer scheint eine Videoserie zum Thema Elektrotechnik zu machen. Elektrik, Elektroinstallation im Camper. Und ich wollte das auch machen, weil es gibt zwar schon viele Videos zum Thema, aber entweder sind die nicht so gut erklärt oder schlecht gemacht. Auf jeden Fall ist mir der Explorer zuvorgekommen. An dieser Stelle schöne Grüße an Martin nach Lübeck. Ich finde, das Video ist gut geworden, muss ich neidlos anerkennen. Ich war zu langsam, du warst schneller. Naja, wie auch immer, ich hätte es gerne gemacht, aber ich glaube, es braucht keine zweite Videoserie zu dem Thema. Deswegen gibt es bei mir auf dem Kanal nur ein Video zu meiner Elektroinstallation im Camper. Und ich vermute mal, ich werde meine Lithium-Batterie selber aufbauen. Das ist nochmal vielleicht ein kleiner Unterschied, den ich bieten kann. Das werde ich einfach mal ausprobieren, vermute ich. Wenn ich dann alle Teile zusammen habe, wird es dann im nächsten Teil geben, Videoteil, wie ich hier die Lithium-Batterie in meinem Camper selber baue. Ansonsten verlinke ich euch hier, da glaube ich, das Video vom Explorer. Das wird scheinbar eine Serie werden. Wenn ihr wissen wollt, wie Elektrik im Camper funktioniert, schaut es euch da an, die haben es wirklich gut gemacht. Thank you.
Ja, und hier unten seht ihr schon, ich habe den Doppelboden reingemacht. Hier hinter wird sich später dann mal der Wassertank und die Elektrotechnik verstecken, also die Akkus, Sicherungen und alles andere, was man da noch so rein bastelt in die Elektrik. Naja, auf jeden Fall, ich wollte ja, wie gesagt, da eine Videoreihe draus machen. Stattdessen gibt es jetzt einfach nur ein Video, wie ich zum einen den Akku hier wahrscheinlich selber baue und wie meine Elektroinstallation so insgesamt aussieht, mal ein Überblick. Das wird auch eines der nächsten Videoprojekte werden. Allerdings, das kann sich noch ein bisschen verzögern, weil dank Corona und Lockdown und all dem ganzen Mist. Und ich habe zu spät daran gedacht, das rechtzeitig zu stellen, kann sich das alles noch so ein bisschen verzögern. Also seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich habe es verbaselt, rechtzeitig mir die Sachen zu kaufen. So, hier bei der Wasserecke haben wir auch schon einen klitzekleinen Fortschritt. Ich habe jetzt schon mal das Becken hier eingesetzt. Da muss ich noch ein kleines bisschen nacharbeiten. Das sitzt zu stramm. Da unten ist der mini kleine Elgena, der 3-Liter-Boiler. Das sollte reichen für warm abspülen oder mal kurz abduschen. Das ist so das, was ich mir darunter vorstelle hier. Und hier drüben, das hier wird die Außendusche. Dieser schwarze Kasten wird dann irgendwann mal in der Außenwand sitzen. Hier der Duschkopf, der passt irgendwie hier so rein. Also, warte mal. Also der Duschkopf passt da so rein. Sieht man das hier mit dem Schwarz überhaupt? Ja, auf jeden Fall hier das Kästchen. Das kommt dann da drüben in die Außenwand. Ich habe es schon mal angezeichnet. Hier kann man das sehen, diesen Rahmen. Da werde ich nochmal reinschnippeln und dann ist hier ungefähr, also da so, das ist ungefähr der Kasten, wo die Spüle auch drin sitzt. Da kann man hier dann später mal draußen was abzapfen. Ach, und übrigens, ich habe die Schränke hier oben noch nicht wieder reingemacht. Die waren ja nur provisorisch drin. Auch der hier ist noch nicht richtig fest. Der ist nur angeschraubt mit ein paar Punkten. Wenn man da hinten noch große Sachen reinschraubt, dann ist das von Vorteil, wenn man da noch genug Platz hat. Der Kasten hier, der große Schrank, der war mir auch schon wieder im Weg. Also da mein Tipp beim nächsten Mal einfach, wenn man da hinten noch nichts hat, erst da hinten was hinbauen, was groß ist. Und dann hier vorne den Eingangsbereich zubauen. Das rächt sich sonst später. Ja Leute, das war's dann schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen, abonnieren und Fragen, Anregungen, Kritik gehen immer unten drunter in die Kommentare. Ich versuche darauf einzugehen. Ich versuche auf jeden Kommentar einzugehen, wenn er halbwegs sinnvoll ist. Ja, ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht. Das nächste Mal entweder Bett oder Elektrik oder Wasserinstallation. Mal schauen, worauf ich Bock habe und was für Teile ich gerade da habe. Ist ja gerade alles so eine Sache, wann man was kriegt. Baumärkte sind so, alles geht langsamer. Naja, whatever. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.